Wenn man, wie zum Beispiel bei meinen Let's Plays, immer wieder die gleichen oder ähnliche Eigenschaften der Videos hat, kann man das irgendwie automatisieren, sodass man diese Eigenschaften nicht immer wieder angeben muss? Hallo, ich bin Jens Christ und ja, das kann man. Und ich will euch das ja jetzt hier mal bei meinem Gaming-Kanal zeigen, wo hier einige Let's Plays sind. Und diese Let's Plays sind immer ähnlich aufgebaut. Von Titel her sind sie ähnlich aufgebaut. Aber auch von den Tags oder Schlüsselwörtern hier. Das sind immer die gleichen. Und auch die Beschreibung, die ist immer die gleiche. Und jetzt fragt man sich, kann man das irgendwie automatisieren, dass man das nicht immer wieder angeben muss? Und in der Tat, das kann man. Und zwar unter den Kanaleinstellungen. Unter den Kanaleinstellungen gibt es die Standardeinstellungen für Uploads. Und da klicke ich jetzt mal drauf. Und dann sehe ich jetzt hier, das sind meine Standardeinstellungen für Uploads. Und hier kann ich dann verschiedene Standardeinstellungen einstellen. Also zum Beispiel die grobe Kategorie, das ist Gaming. Dann, worunter es veröffentlicht werden soll, also soll es privat gelistet werden, nicht gelistet werden oder veröffentlicht sein, wenn man das hochgeladen hat, direkt veröffentlicht. Was jetzt hier nicht kommt, ist zeitversetzt, also geplant. Geplant ist jetzt hier nicht drinne, aber wenn du ein Video planen möchtest, dann musst du das immer privat hochladen, also unter privat hochladen als Standardeinstellung. Wenn du eins der anderen beiden nimmst, dann kannst du es nicht mehr planen. Also dann kannst du da nicht mehr irgendwie ein Datum setzen, wann das von YouTube dann da veröffentlicht werden soll. Also wenn du immer was planen möchtest, so wie ich zum Beispiel meinen Gaming-Inhalte hier, deswegen ist das auch privat, weil die kommen ja geplant hier raus. Also siehst hier, die sind alle geplant. Und wenn man das machen möchte, dass man hier planmäßig was haben möchte, dann muss man auf privat haben. Aber das ist ja hier bei meinem Gaming-Kanal der Fall. Da war es bei den Standardeinstellungen. Standardeinstellungen. So, was kann man sonst noch so machen? Also zum Beispiel den Titel angeben. Dieser Titel wird dann genommen, wobei ich jetzt hier Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen genommen habe für das, was sich dann da so ein bisschen ändert. Und bei den Gaming wird das natürlich hochgezählt, aber der ganze Rest hier ist eigentlich immer dasselbe bei diesen Let's Plays. Ähnliches gilt für die Beschreibung und für die Tags. Sonst noch irgendetwas? Hier kannst du auch schon ein bisschen sagen, was für Werbeformate sollen da drin sein. Ja, halt die Standardeinstellungen, die man so sagen kann. Also zum Beispiel auch, welche Lizenz da benutzt werden soll. Und das kann man machen. Das eignet sich nicht nur bei Let's Plays, so wie bei mir, sondern auch vielleicht für Kanäle, die ein bestimmtes Thema haben. Also jetzt bei meinem Gaming-Kanal eignet es sich immer an, hier diese Kategorie auf Gaming zu setzen. Und vielleicht hier in der Beschreibung irgendwie Facebook-Seite verlinken oder sonst irgendetwas dann noch mit reinzupacken. Oder hier einige Tags wie zum Beispiel Gaming oder sowas reinzuschreiben. Und wenn du vielleicht einen News-Kanal hast oder einen Wissenskanal, was auch immer, oder einen Beauty-Kanal, dann macht es Sinn, hier diese Schlüsselwörter da einmal reinzuschreiben. Du kannst ja auch noch später halt Schlüsselwörter auch wieder entfernen aus deinen Videos. Also die Einstellungen, die bleiben ja nicht erhalten. Du kannst hier ja alles hier ändern. Du kannst hier Schlüsselwörter entfernen oder du kannst hier auch neue Schlüsselwörter hinzufügen. Aber es sind halt die Standardeinstellungen und es ist gar nicht mal so verkehrt, die irgendwie festzusetzen. Also hier so wirklich in der Standardeinstellung da was Sinnvolles reinzuschreiben, weil das erleichtert dir die Arbeit mit deinen Videos. Und ja, das war halt zu den Standard-Upload-Einstellungen. Wenn es dir gefallen hat, lass doch mal positives Feedback da. Du kannst meinen Kanal natürlich gerne
abonnieren. Und wenn du sonst noch Tipps über YouTube erfahren willst oder andere interessante Videos sehen willst, dann findest du die jetzt hier vielleicht verlinkt. Ja, und ich wünsche dir jetzt noch Gottes Segen, wenn ich das nicht schon gemacht habe. Ich bin immer so vergesslich, dass... Naja.